unsere Familie, uns verbinden ja sehr schöne und sehr erfolgreiche Erinnerungen. Ich hoffe, du hast dich gleich wieder wohlgefühlt bei uns und ich möchte auch dich bitten, einen kurzen Einblick zu geben, welche Erwartungen du an die Zukunft und an der Mitgestaltung des Clubs hast. Bitte, Peter. Ja, servus mal. Was soll ich sagen? Ich habe hab mir bewusst viel Zeit gelassen, um nach der Pause, die ich eingelegt habe, für mich eine richtige Entscheidung zu treffen. Und bin jetzt voller Überzeugung, dass das nach vielen Überlegungen und Abwägungen der Situation, also eine ganz entscheidende, richtungsweisende Entscheidung für mich auch ist, was meine Zukunft betrifft. Bin überzeugt davon, dass das eine richtige Entscheidung ist. Das ist etwas, was mein Spektrum erweitert. Das ist eine, so wie der Markus gesagt hat, eine Aufgabe, die wir zwar schon gemeinschaftlich in irgendeiner Form sportlich und wirtschaftlich inne gehabt haben, aber jetzt auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Basis, diesen Verein voranzubringen, das ist eine total spannende Geschichte. Deswegen bin ich froh, dass wir zu einer Zusammenarbeit eine Lösung gefunden haben. Die Gespräche mit dem Präsidenten, die waren von Start weg sehr, sehr offen, ich will jetzt sagen freundschaftlich, aber schon mit von Respekt geprägt, von dem Wissen auch, was wir voneinander erwarten, und ich freue mich ganz einfach darauf, dass in den Jahren, in denen ich jetzt weg gewesen bin, habe ich ein bisschen was an Know-how dazu gewonnen. Ich hoffe, dass ich das eine oder andere dann in den Bereich auch umsetzen kann. Vieles, was wir vor ein paar Jahren besprochen haben, was wir verändern sollten, in Basis Infrastruktur und Rahmenbedingungen, ist ja vieles richtig gut umgesetzt worden und noch einiges am Laufen. Im sportlichen Bereich schauen wir, dass ich da ein bisschen was dazu beitragen kann, dass wir in kleineren oder in größeren Schritten da auch nach vorn kommen. Also wie gesagt, ich freue mich, dass ich da dabei sein kann und freue mich auch wirklich auf die Zusammenarbeit. Ansonsten denke ich, wird vielleicht die eine oder andere Frage geben. Die können Sie jetzt an irgendwann stellen. Ja, Peter hat es mir vorweggenommen. Bei Fragen bitte Handzeichen und meine Kollegin wird dann mit dem Mikro kommen. Bitte, ich sehe da schon. Andreas Kaliber vom ORF beginnt. Bitte, Andreas. Peter, herzlich willkommen zurück in Wien. Du hast das jetzt in deinem Eingangsstatement gesagt, es waren reichliche Überlegungen, die dich dazu bewogen haben, zur Austria zurückzukommen. Was war der Grund letztendlich, dass du gesagt hast, ja, zurück zur Austria, Sportvorstand und nicht zurück ins Trainergeschäft, nicht ins Ausland, sondern hierher zu kommen? Ja, eben die auf der einen Seite die Aufgabe, da den Club, den ich einigermaßen gut kenne, sportlich da in einer Führungsposition mitzugestalten, mitzuentwickeln, mit dem Wissen, das ich heute schon aus Österreich habe und das ich auch ein bisschen was aus Deutschland mitgenommen habe, das auch für mich eine spannende Aufgabe. Ja, klar, das ist jetzt nicht unbedingt was ganz Neues, aber von der Position her was anderes. Über ähnliche Situationen und ähnliche Positionen ja auch schon inne gehabt. Ich bin in meinem Leben lang jetzt nicht nur Trainer gewesen, sondern ich habe schon ein bisschen mehr gemacht als Leute, die mit 20 Jahren im Trainergeschäft sind. Und zum jetzigen Zeitpunkt war dann die Überlegung, ist es etwas, was du jetzt machen möchtest und reizt dich das? Und da bin ich dann am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass es genau das ist, was ich glaube, was ich momentan ganz einfach auch für mich machen möchte, wo ich auch für mich persönlich als Vorstand eine Herausforderung sehe. Und es ist so, dass ich im Laufe dieses Jahres auch das eine oder andere Angebot gehabt habe, was anderes machen zu können. Und da waren durchaus auch vielleicht spannende Sachen dabei, wo der Faktor des Timings nicht ideal war. Da waren auch, würde ich sagen, wirtschaftlich sehr, sehr interessante Sachen dabei, wo ich gesagt habe, bis morgen ist das privaten Gründen ganz einfach auch nicht machen. Und deswegen habe ich am Ende des Tages dann, ist es immer mehr gereift, würde ich sagen, weil es waren ja auch relativ viele Gespräche, man hat sich sehr, sehr oft ausgetauscht, entwickelt man ein Gefühl, würde ich sagen, dafür, ob das jetzt genau das ist, weil das ist eine ganz entscheidende Geschichte für den Verein, aber natürlich auch für mich. Wir müssen uns da committen auf etwas, wo der Verein eine Idee hat, dass ich jetzt der Richtige bin für diese Position,
und für mich muss ich das Gefühl entwickeln, dass das auch die richtige Aufgabe ist. Und das ist mehr und mehr in diese Richtung gegangen. Und umso öfter wir diese Gespräche gehabt haben, umso klarer ist es für mich geworden, dass es das sein wird. Und deswegen bin ich froh, was es ist. Das, was hat, sage ich auch ganz ehrlich, so wie der Christoph Pflug da die erste Fragestellung gehabt hat, das hat mich auch beschäftigt, beginnt eine neue Zeitrechnung. Das ist etwas, was die dann am Ende des Tages, weil ich dann auch auf der Straße oft angesprochen bin, machst du das jetzt, und die Erwartungshaltung und die Hoffnung eine wahnsinnig große ist. Das war so mein Gefühl. Da weißt du nicht, ob du das in irgendeiner Form wirklich so in der Sekunde erfüllen kannst. Deswegen die Zeitrechnung, ich glaube, bleibt immer noch dasselbe, und wir werden halt schauen, dass wir mit einer seriösen Arbeit, vor allem auch aus meinem Bereich, dann ist im sportlichen Bereich, da die Schritte setzen, dass wir uns mehr und mehr nach vorne entwickeln. Aber wie gesagt, das bin sehr froh, dass ich die Entscheidung für mich auch so getroffen habe, fühle mich momentan richtig gut. Johannes Bartel von